Hallo und willkommen hier bei einem neuen Let's Play vom Landwirtschaftssimulator 17 von der Map Südhimmen. Ja, heute möchte ich mit euch gemeinsam hier Schafe zum Schlachthof bringen. Mit unserem großen LKW. Und düsen wir gemeinsam hier zu den Schafen und laden diese mal ein. Und bringen die dann zum Schlachthof. Damit wir wieder ein bisschen Geld haben, beziehungsweise Fleisch produzieren. Düsen wir mal los hier entlang der Milchhandels vorbei an den Gewächshäusern. So, und schauen wir mal wieder raus. Ich bin aber mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ob wir hier in den Trailer Schafe reinkriegen. So, dann sind wir ja schon fast da. So, mal gucken. Ich glaube, hier müssen wir rein. Da sind ja schon die Schafe. So ein Stück hier noch fahren. Ja, Ella. Alles ist gut. So wird da glaube ich nichts. Muss noch mal vor. Mal jetzt rum.
Ein Stück vor keiner. Und ja nicht hier aufs Feld fahren. Bisschen gegenlenken. So passt's. Bisschen nach rüber ziehen. War knapp. Ja, Ella ist gut. Nee, da wollen wir nicht. Das wollen wir. 48 Schafe haben wir bloß. Ach Quatsch, wollte gerade sagen, 48 passen rauf. Und die nehmen wir auch. Bestätigen. Jawohl! Und wo sind denn die Kleinen? Da sind sie ja. Da sind sie ja, die kleinen Schafe. Und den düsen wir mal hier zurück zum Schlachthof. Die gehen gleich rein. Eine Schlachtung. Oder. Ah nee, erstmal ein Zwischenlager. Glaubt, dann holen wir noch Kühe. Gucken, ob ich das so einfach hinbekomme. So wie ich mir das denke, mit den Schafen und den Kühen. Bin ich ja schon fast da. Und es ist neblig hier am Morgen geworden. So, mal kurz gucken. Ob ich die Schafe. Ah, da vorne. Ja, ist sehr gut. Dann kommen die erstmal rein im Zwischenlager. Ja, da kommt ihr rein. Ja, seid doch ruhig. Ist ja gleich vorbei, der Transport. Könnt ihr noch ein wenig fressen. So, gucken, ob ich da auch hinkomme. Zum Abladen. Ja. Sieht gut aus.
So. Oh. Laden wir mal die Schafe hier ab. Und da sind sie auch schon. Ja. Aber jetzt holen wir hier nochmal die Kühe. Und die bringe ich denn gleich zum Schlachthof. Weil da habe ich kein... Gatter für. So, hier wieder auf die Straße rauf. Und ab zu den Kühen. Wieder rein in die gute Stube. Und wie gesagt, ab zu den Kühen. Na, kriege ich hier die Kurve? Denk mal schon. Wird immer eng. Mit den amerikanischen Schlitten hier. Müsste noch eigentlich hier die Felder bestellen, aber das mache ich denn ein anderes Mal, beziehungsweise bearbeiten und so weiter und so fort. Weil ich gerade, wie mache ich das? Fahre ich jetzt so geradezu? Oder fahre... Einmal rum? Ja, werde ich gleich sehen. So, die Schafe haben sich wieder beruhigt. Oder, also ganz einfach, stoß rückwärts rein. Muss ich hier mal kurz Warnblinker machen. Das geht gar nicht. Doch. Nee, doch. Geht. So, zurückstoßen. Der Spiegel, der Spiegel, der Spiegel. Oh.
Scheiße. Ich werde zu weit. Hätte ich ruhig noch ein Stück fahren können. Na, komme ich da jetzt hin? Da muss ich immer vorstoßen. Ah, das sieht super aus. Ich zieh zurück. Müsste ich so eigentlich schon drin haben im Trigger? Probiere ich mal. 20 Kühe können wir mitnehmen. So, und dann wieder auf zum Schlachthof. Und dann die Kühe da direkt abgeben. Ja. Ich habe ja gar keinen drauf. Huch, huch, stopp, 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 stopp. Habe ich nicht bestätigt. Das wäre was geworden. Kommt beim Schlachthof an und keine Kühe drauf. So, Moment. Muss ich mal hier die Tür aufmachen. Da kann ich da gleich direkt reinfahren. Ja, Bertha. Bertha, alles ist gut. So, die Klappe runter machen. Klappe runter machen. Mal funktioniert. Die Klappe unten. Mal schauen. Die Klappe geht hier runter. Nö. Also fahren wir rückwärts ran. Leider nicht. So. Und 20 Kühe rein. 20 Kühe, 20 Kühe. Jetzt bestätigen. Kuh ist drin. Ein Stück vorfahren.
Tür schnell wieder zumachen. Sonst laufen mir die Kühe raus. Ja, Erna. Erna, bleib drinne. Erna, bleib drinne. So. Tür schnell zumachen. Rein in den Transporter. Und ab zum Schlachthof. Na, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. So, jetzt ab hier zum Schlachthof und die Kühe schnell wegbringen. Damit sie nicht gestresst sind und das schöne Fleisch schön zart wird. Düsen wir mal schnell los. Nicht so schnell, sondern ganz langsam, damit die Kühe nicht Angst bekommen da hinten drin. Sind schon so ein wenig bisschen gestresst, aber Gott. Umso ruhiger die Fahrt, umso schneller beruhigen sie sich wieder. So, bin ich ja schon da. Und die Kühe haben denn keinen Stress mehr. So, hier rauffahren. Ganz langsam. Und jetzt schon rum. Zurückstoßen. Mal wieder Warnblinker an. Dass die Leute hier, die hier rumlaufen, nicht übergefahren werden. Beziehungsweise das sehen. So, dann laden wir die mal ab. Abladen.
Und weg sind sie. Und dann gucken wir mal, wie viel Fleisch wir gekriegt haben. Wie viel Wurst. Gar nix. Da muss erst verarbeitet werden. Das dauert ja eine Zeit. Mal schnell hin, mal gucken. Ah, okay. Da sind sie. So, dann hier den Zwischenparken. Und das wird wieder schöne Steaks geben. Freue mich jetzt schon drauf. So, hier den schnell Zwischenparken. Ach, nehmen wir noch ein paar Schweine mit. Die waren schon lange genug da drinne. Ein Stück vorfahren. Ja, ist ja gut. Na? Ihr kommt doch schon hier rein. Mensch, genau. Ist doch nicht so aufregend. Ja. Oh. Ja. Ist ja gut. Ganz ruhig bleiben, mit dem Schweinchen. So jetzt. Bleib bloß spazieren fahren. So. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alles wird gut. Ja. Arthur, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, Arthur. Hast ja gleich geschafft. Kühe sind schon verarbeitet. Da können wir schon. So, jetzt hier die Kühe, die Schweine schnell.
so hochfahren. Und schön rauslassen die Schweinchen. So. Müssen sie jetzt die Produktion umstellen. Auf von Kuh auf Schwein. So. Stellen wir mal den schicken LKW hier beiseite. Ja, so gut. Ihr kommt auch noch dran. Ja, Bertha. Alles ist gut. Bertha. Ja, ja. Ja. So, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Und dann sage ich mal, bye bye, bis zum nächsten Mal.